Ex für heute Abend eine Lesung von Wolfgang Schimpfte. Ich habe auch zwei Freunde mitgebracht, das sage ich gleich vorneweg. Weiß und Schwarz. Und obwohl sie annähernd 100 Jahre alt sind, also mindestens 100 Jahre miteinander, sagen wir mal, verkörpern sie für mich das, was Weiß in Schwarz bedeutet, also der Weiße in Afrika und umgekehrt. Das ist also kein böser Mensch, sondern das ist ein Schutzgeist, sieht man ja dem Spiegel, der spiegelt also alles, was Böses an einen zukommt oder auf ihn eindringt, zurück. Natürlich behaftet mit entsprechender Medizin. So, ich beginne jetzt mit meinem Buch. Das ist eigentlich für Kinder geschrieben. Also ich habe das geschrieben von meinen Großneffen und Großnichten. Den war ein mächtiger Mann und hatte Hände so groß wie Suppenteller. Während man über das Wetter und die Welt sprach, liefen die Hühner und Ziegen über den Hof und freuten sich auf das, was vom Essen übrig blieb. Und das war meistens nicht viel. Kurz danach kam der Mann auf die Brücke gerannt und stand atemlos vor dem Kapitän. Der dicke Hahn drängte sich vor. Glaubst du, wir leben hier hinter dem Mond? Eine Hauptperson in diesem Buch ist eigentlich der alte Rucksack, der mit dem Onkel verreist. Den habe ich also bis jetzt gar nicht erwähnt, aber ich widme mir jetzt das Schlusswort. Übrigens, also das Kapitel 32, ach ja, der Rucksack. Thank you.
zeigt uns jetzt einen klassischen tunesischen Tanz. Was ihr jetzt gleich hören werdet am Anfang, ist möglicherweise etwas gewöhnungsbedürftig vom Klang her. Das ist aber das traditionelle tunesische Instrument. Das ist, wir würden sagen, ein Dudelsack, einfach nur eine Sackpfeife von den Beduinen. Den Mesuet nennt man das Teil. Erster Punkt. Zweiter Punkt. El Arusa bedeutet die Braut. Und das Thema des Tanzes ist eine traditionelle tunesische Feierlichkeit im Rahmen einer Hochzeit. Diese Feierlichkeiten dauern mehrere Tage und es gibt ein Fest, da kommen die anderen Frauen und Mädchen und schmücken die Hände und die Füße der Braut mit Henna und so weiter. Und zu diesem Fest gehört eben auch der Tanz als sehr, sehr zentrales Element. Ida bringt jetzt eben das Henna-Pulver herein und die Kerzen. In diesem Henna-Pulver sind auch ein traditionelles Symbol und soll eben die strahlende Schönheit der Braut symbolisieren. Sehr schön. Ja, es war jetzt auch sehr schön, es war jetzt super. Also ich fand es jetzt.